Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen den LS19 auf der Hasefeld 2K19 zusammen mit dem McManus im Bio-Projekt. Ja, moin. Moin. So, guter auf geht's, Mac. Ab geht's, 3 Tage wach. So, guter McManus mit Dino, McÖl-Pumpe, komm mal her. McBio-Manus, bitte. McBio-Manus, ja. Ja, bitte Bio-Manus. Ich will dir jetzt was zeigen. Komm mal hier zu mir, ich bin hier auf unsere Wiese, wo wir immer Ballen pressen. Der Wiese, wo wir Ballen pressen? Mhm. Ich weih dich jetzt ein in meine geheimen Studien, okay? Hier hinten auf dem Feld. Hör mal. Hier, also, bevor ich dir... Ja. Du weißt ja, dass hier öfters Frauen rein und rausgehen in unserem Bioladen, weil sind ja diese Öko-Frau mit Rasterzöpfen, hast du ja schon gesehen. Kann ich ja, muss ja aufpassen, ne? Die sind unten rum. Ja, das stimmt wohl, aber ach, ich zeig dir jetzt mein Geheimversteck, wo ich immer mit denen verschwinde. Komm mal schnell mit. Hast du eine Strohbude gebaut, oder was? Ja, sicher, Alter, mit einem Strohbett sogar hier. Ach, guck an. Hier ist eine Strohbude. Kennst du eine Bude? Weißt du, was eine Bude ist? Ja, sicher. Bude bauen? Ja. Ja. Und hier machst du immer einen auf Bio, oder was? Mit Schweinedarm? Du Schlinge, ey. Na, gut zu wissen, ey. Da kannst du am Wochenende auch mal einen kleinen Abschlusser machen. Schön ist, wenn es mal draußen kälter ist, kannst du anzünden, ne? Wird es drinnen auch warm, wie ein Heizkörper, großer. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, also eigentlich glaube ich ja, dass du öfters alleine da drinnen bist wie irgendeiner von den Bio-Frauen. Aber gut. Ja. Ich bin jetzt hier wegen Ballenladen. Du wolltest auf das Ding gucken, damit wir da nicht wieder Geld verschenken. Ja, zwei, drei Ballen kannst du erstmal reindonnern. Wo muss ich denn da hin? Muss ich hier zu Tor 1, ganz hinten. Ne? Ja, ja. So. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja, das ist so alt, ey. Also ganz hinten. Ja. Muss da reinballern. Ja, du hast ja auch mit dem Frontlader reingehauen, oder? Ja, mach Sachen. Okay. Ja, ja, na klar, ja, das müssen wir machen. Oh, warte, warte, warte. Wir haben doch hier die neue Frontlader-Mod drauf. Achso, wir haben sowieso ein paar neue Mods drauf. Ich weiß noch nicht mehr welche. Blaze Anywhere haben wir mit draufgenommen, dass wir ein bisschen näher platzieren können, alles, den ganzen Grimmskrams. Und das mit den Gabeln. Das mit den Gabeln, Frontlader, was hat man da? Die Manuball und sowas, ne? Ah ja, sehr gut, ja, genau, die ist ja für Rundbein, also die ist optional auch mit Autoload, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aber die können wir natürlich ohne Autoload auch benutzen, darum geht es eigentlich. Also mir geht es nur darum, dass man eine schöne große Gabel hat, wo man ein bisschen was dran ballern kann. Ich überlege gerade, ob wir bei Gebäude, ich bin mir nicht sicher... Also ich habe nur die zwei Mods runtergeladen, mehr habe ich jetzt nicht benutzt. Ja, das ist gut, dass wir das haben. Passt also alles. So, achso, du hast die zwei Mods runtergeladen. Ja. Das ist Anywhere und die Ballengabel. Genau. Genau, dann sind die zwei neu. So, wer sich fragt, was für Mods wir in unseren Projekten benutzen und was wir so auf den Servern haben, dann einfach mal ganz auf entspannt unten in die Videobeschreibung gucken, direkt mal auf die Homepage klicken, mcmanus.de. Dort findet ihr alle Projekte. Mit den Verlinkungen zu den Modpacks und da sind immer direkt die Links auch drin, wo ihr das Ganze runterladet, braucht nur draufklicken und könnt euch die ganzen Mods halt ziehen. Ne? Ist auch immer aktuell, der liebe Robby, der kümmert sich darum, deswegen Props gehen raus an dich und der hält die Modpacks hier schön aktuell und alles und ja, der liebe Bandit und der Pitti und der Mika, der Eckstein, die kümmern sich um die Server. Dass die Mods hier, dass hier immer schön mit neuen Mods versorgt werden, die wir gerne haben möchten und so weiter. Es ist ein absoluter Wahnsinn. In so einem Wellness-Club hier. Ja? Wir werden richtig schön verwöhnt. Oh ja. So, und jetzt drückt mir der Bauch. Oh, jetzt habe ich einen Magenkrampf, Alter. Was denn das? Oh, noch nicht auf dem Pott gewesen, oder was? Oh. Lass ich mal kurz bei dir rein switchen. Ja, kann's. Oh, danke, das war mir wichtig. Hast du als Bio-Schiss reingelegt? Ja, da ist jetzt nämlich ein Bio-Dinger drin. Ja, die Fenster gehen nicht auf übrigens. Ich merke das schon, ist ja schlimm den als... Den musst du dir mal schön wegschnippen. Was? Ist ja schlimm als Gülle. Was war denn das jetzt? Das war ein biologisch abbaubarer Puerz.
Also eigentlich können wir ja auch in beide reinhauen. Achso, nee, warte mal. Hier ist nur eine Anzeige. Hast du reingeballert? Ja, einen. Ballen? Einen jetzt. Jetzt der zweite. Ah ja, jetzt ist er auch geswitcht. Na gut, ich denke mal, so langsam wie du bist, wirst du das Ding nie voll kriegen. Weil dann werden die beiden ja einzeln reingeladen hier. Wie hast du das denn gemacht? Jetzt steht wird der Bein erstmal davor abgestellt. Ja, dann wird er erstmal noch ein bisschen hier auf links gelegt. Ja. Mein wichtig ist, man muss die Folie sechsmal einstechen. Ey, ich hab... Bevor man den Ball abliefert, muss man die Folie sechsmal einstechen. Das ist Prinzip. Ich hab nur Lobs gekriegt bei meiner Ballenverladetechnik hier, ja? Ja, naja, weil du... Das noch zu loben ist ja schon absurd. Der sich hier Monate ums Ballenverladen drückt und dann einmal macht, dann wird er noch gelobt, ey. Ja, also ehrlich gesagt würde ich das jetzt auch nicht machen, weil ich das echt abnormal finde, mit der Spitze hier zu arbeiten. Das macht man ja nicht. Was? Findest du abnormal? Genau, musst du eigentlich im Ballengreifermuster dran, ne? Ja, genau. Das kannst du machen, wenn du die Silageballen einlagern möchtest. Dann kannst du da einen Ballengreifer dran machen. Aber ansonsten kannst du da auch reinpieksen, weil die werden ja jetzt verarbeitet. Ah, da hier ist die Anzeige. Aha, aha. So, boah, der hat um 15.000 gesprungen hier. So, aber mach das mal hier schön weiter, komm, das hast du dir verdient. Hatte ich auch gar nicht vor. Ja, den einen gönne ich mir mal noch. Guck mal kurz rein, ich muss mal in die 2 hauen. In die 2? Naja, es ist eine Anzeige, ich vermute, dass das über ein Dings läuft. Du gezählt? Ja. Ja, gut. Okay. Schön wäre halt echt noch, wenn wir die Anzeige, also, naja, schön wäre halt echt noch, wenn wir hier eine Anzeige hätten oder wüssten, wie viel Dings wir jetzt hier schon haben, wie viel Gärreste, das wäre halt mega nice. Wissen wir leider nicht, wir wissen nicht, wie viel Gärreste hier am Schlüssel sind. Oder wird das hier angezeigt? Irgendwo. Okay. Schade, ey, das ist echt blöd. Ich hoffe, es funktioniert überhaupt mit den Gärresten. Na gut, weiter geht's, wir müssen ansehen. So, genau, hier waren wir nämlich noch nicht fertig gewesen. Und da auch noch nicht. Katastrophe. Nee, oder? Doch. Nee, oder? So, hier müssen wir auf jeden Fall ansehen. Den letzten Mais. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir... dass wir hier auf in der BGR jetzt mal ordentlich Kohle kriegen. Wir könnten natürlich mal nachschauen, auf was da für ein Wert der BGR-Ding steht. Weil original würde der wohl auf 200 stehen, also 0,2. Und die Frage ist, ob der hier geändert wurde auf 0,9, in dem Sinne auf 900. Sag mal, wenn das nämlich, ja? Wie viel passt überhaupt rein? 50.000. Ah, okay. Weil wenn das nämlich nicht gemacht wurde, dann ist es ganz einfach das Problem, dann, ja, kriegen wir den Preis natürlich auch nicht. Dann kriegen wir nur die 200. Ach, Mist. Wie viele Ballen das waren, weißt du nicht. Nö. Wie viele Ballen hast denn du reingehauen schon gehabt? 2. Du hast 2 Ballen reingehauen, wo ich gekommen bin? Ja, und jetzt hau ich gerade hin. Warte mal, dann habe ich nochmal 3 also rein. 5 habe ich jetzt reingehauen insgesamt. Du hast 5 reingehauen und ich habe 3 reingehauen. 8. Ich bin 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ballen hatte ich jetzt hier. 14 Ballen, okay, also 14 Ballen. Naja, dann machen wir mal Auge, ob das in Ordnung ist. Ich glaub's nämlich nicht. Sag mal, was macht er denn hier? So, jetzt aber. Ich glaube, wir liegen alle zu nah beieinander und meine Wurstfinger sind zu dick. Easy, wir haben eine Couch gekauft. Hast du gesagt, eine Couch? Ah, hab ich schon gesagt, na gut, alles klar. Ja. So. Und eine schöne Bodenlandschaft. Geschichte mit dem Thunfisch hast du auch erzählt. Ach, egal. Alte Thunfischsalat. Kannst wenn du willst, meine alte Couch haben, die ist richtig schön benutzt, ey.
riecht nach... Ja, will ich unbedingt. Die riecht nach mir. Echt? Nein. Würdest du geben? Für einen Tausender. Ja, ja. Also wenn jemand eine weiße Ledercouch kaufen will, mit oben so ein... Wie nennt sich dieses grobe... ist so modern hier. Die Sitzfläche, wenn die aus nochmal so groben gehegelt sind. Mit fetten Autogrammen hinten drauf. Massemäßige Couch. Der soll sich bitte melden, ja? Ja. Direkt mit Preis, wenn es geht. Wer da echt Lust drauf hat, die zu kaufen und dann bei Tino die abholen geht, sollte Schwarzlicht mitnehmen. Da habe ich zwei Kinder drauf gezeugt, ne? Das ist schon was wert. Viel Spaß. Das ist nur Spaß. Natürlich nicht. Aber wie gesagt, ne? Also. Bei eBay Kleinanzeigen. Der benutzt YouTube auch hier als Plattform zum Verkaufen. Letztes Mal kauft er seine iPhones hier im Stream. Ja. Ja, man kann ja mal fragen. Ja, da muss man sich erst inserieren, wenn es schon generell Interesse gibt. So. Ja. Ach ja, sehr schön. Sind aber auch beide angekommen. Mit Autogramm, mit allem drum und dran, ey. Super toll. So. Gut. Ja, es könnte vielleicht liegen, dass mir gerade ein bisschen der Magen drückt, weil ich war im Sport gewesen. Ich habe ein bisschen Bauch trainiert, auch unter anderem, und habe beim Sport 1,5 Liter Wasser getrunken. Dann habe ich mir einen Eiweißshake reingepfiffen. Dann habe ich zu Hause Reis mit Hack gegessen und ein Steak. Ja. Ist doch kein Wunder, ey. Also es war mein Armbrot. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das heute vielleicht mir nochmal durch den Kopf gehen lasse. Das war dein Abendbrot und mich nötet er voll, weil ich Honig zum Abendbrot esse, Alter. Unfassbar, ey. Macht er sich ein Steak zum Abendbrot? Jeder. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wäre mein Traum, ne? Aber, ey. Ich esse, also jetzt mal, Real Talk, von Montag bis Freitag zum Abendbrot ein Steak. Ich kaufe jede Woche ein Kilo Steak. Weil Freunde von mir ist in der Fleischerei, arbeitet die. Die bringt mir jeden Freitag ein Kilo Steak vorbei nach der Arbeit. Also ganz ehrlich, wenn ich da... Also abgepackt in 200 Gramm Stücken, eingeschweißt. Ja. Und die sind eingelegt, fertig. Die haben da so eine selber gemachte Marinade. Und da sind die eingelegt und das bringen wir jeden Freitag bringen wir ein Kilo vorbei. Ne, ey, Props gehen raus, Cheese, ne, weißt Bescheid. Weil ich glaube, dann fange ich auch an zu trainieren. Also jedenfalls, ihr Mann guckt die Videos. Vielleicht guckt er das auch. Props gehen raus. Ja. Ja, wenn du die Folge siehst, mein lieber Tino-Freund da, gib ihn doch mal beim nächsten Mal, wenn du siehst von mir, so eine schöne Schelle so im Nacken, so BÄM! Das wäre echt nice. Nein, das würde meine Cheese Gun niemals machen. Eine ganz liebe. So, ich habe die Bahn verkauft, ich komme zum Hof, wieder zurück. Und ihr Mann ist der beim ETS schon mal mitgefahren ist, der Dieter. Ah, der Dieter! Ja, auch. Gute Freunde von uns. Ja. So. Gut, da haben wir das jetzt schon mal erledigt. Also das war ja schon mal professionell angesehen. Ne? Der kann ja mal sagen, was er wollt. Mit vorgewendet zum Schluss und blablabla. Ich meine, klar hätte man noch ein bisschen perfekter machen können, aber immer ruhig bleiben. So, Alter, wenn die Minute 30 jetzt um ist, musst du bitte sofort abmoderieren. Sonst kann es passieren, hier, ich kann meinen Stoff entsorgen. Das ist ehrlich gesagt gerade schwer, weil ich hatte einen Zuschauer versprochen, ob wir die nächste Folge nicht 20 Minuten machen können. Ja, mach 20 Minuten, dann gehe ich halt die letzten 5 Minuten, bin ich aber auf jeden Fall nicht dabei. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Ich glaube, mir haut gerade den Magen auseinander. Da will jemand freigelassen werden, ein böser Dämon. Oh. Besessener. Den! Ah, scheiße. Den kannst du mal kurz? Da eigentlich im Nebenraum sein. Dieser Vibe hört immer nicht auf mich. Ich weiß auch nicht, was los ist. Da schon alle erzieherischen Maßnahmen eingeleitet. Den! Darauf freue ich mich auf morgen, meine lieben Freunde, Alter. Mein Headset ist kaputt, das ist so nervig.
Also morgen kommt das neue? Ja. Ich höre nur auf eine Seite, ey. Das ist so nervig nach einer Zeit. So ein, zwei Folgen geht und danach geht's ja schon auf den Sack. So. Erstmal. So, ja. Folge ist vorbei. Ja, gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, ein Likechen da, ein Däumchen nach oben da lassen. Ne? Schreibt doch mal in die Kommentare so Glückwünsche jetzt für Tinos Stuhlgang. Und in dem ja, alles klar, tschüssi. Haut rein, tschüss.